Hey Jungs, Lars Wilhelm, Guido, Sportschau fängt an, komm schnell, Fortuna spielt gegen Bremen im Pokal, komm. Geht schon los? Ja, geht schon los. Gegentor einstecken müssen. Außerdem sind Fortuna den Aufwärtstrend so nach dem Motto Fortuna, komm. Denn so heißt ja auf geht's. Christian kommentiert die wichtigsten. Heute hauen wir die Bremer weg. Prost, Jungs. Tschüsschen. Auf Werder. Fortuna. Die traten offensiv an, sogar mit drei Sturmspitzen. Die Düsseldorfer, die in den weißen Trikots zu kennen sind. Komm jetzt, der ist heiß. Aber geht schon los da, mit Angreifen. Erlebten die 12.000 ja, das war nichts, aber den Freistoß nehmen wir trotzdem mit. Nur Hektik. Danke, Herr Altfelder. Spiel, aber jetzt wurde mein Lieblingsschiri auch besser. Wolf Dieter. So, Thomas jetzt aber. Komm, der ist drin. Oh, yes, nein, wir haben keinen Freistoß. Das ist ein Meter. Klasse! Eine schöne Zusammenarbeit. Was für eine Kombination. Mann, sehr cool. Mann. Beifall auf Fußkulte. Daniel. Lars, jetzt ist die Zeit, noch Bremen bei mir zu wetten. Und die Wiederholung. Boah. Bremen. Zweite Halbzeit. Müssen wir was machen. Von Bruder auf Bruder. Doch Thomas ist das auf den Klaus. Ja, aber 5 Meter hat der Platz da. Da hätte auch ein Bier der Klaus auch in die Pause. Super gemacht. Eine verdiente Führung für die Düsseldorfer. Ein Schuss. Aber es ist erstaunlich, wie gut die Bremer doch mithielten. Nicht zu glauben. Aus den Kabinen. Ja, los jetzt mal, Werder! Unverändert. Das ist die. Hat nur eine ganze Hälfte Zeit. Minute. Thomas nicht so leicht den Ball weg. Aufpassen! Das ist gefährlich! Los, auf das ist alles offen. Gegenangriff auf. Das ist alles offen. Hilfe! Boah, gut. Okay, Befreiungsschlag da hinten. Und ha, cool, ist alles offen. Lauf. Komm mit dem Dusend. Mann, hat der da schon wieder Platz. Aufpassen, Digi. Oh, danke, komm, rein damit. Komm, hoch. Jetzt ist er los. Nein. 46 Minuten. Das gibt's doch nicht. Natürlich ein Schock für die Bremer. Super. Mann, Werder. Leute, wir haben Spiel gemacht. Guckt ihr das an. Schön mit Gefühl in die Mitte und von links der Klaus Allofs Wolle in die Maschen. Yes. So, Guido, was machen wir daraus aus der Vorlage? Hä? Ja, die grüne Gefahr war heute kein Gegner. Und ich würde sagen, für das Golden Goal, da ist halt nur einer zuständig. Ja, und ich glaube, damit ist klar, die Nummer 100 in unserem Wettspiel Wetten, das geht somit an Klaus Allofs. An wen sonst? Bravo, Klaus. Wir danken. Und wir danken nicht nur Klaus Allofs, wir danken allen Teilnehmenden, die sich gemeldet haben und unsere Initiative unterstützt haben. Und wir danken unserem ganzen Team von Deutschen Galopp, von den Wettunternehmen und allen, die uns hier die Stange gehalten haben. Das war großer Sport. Das wird er. Ja, es war eine Woche voller Action, voller Telefonate mit Herzblut für Vollblut. Auf geht's, Deutscher Galopp. Großen Dank an alle im Hintergrund, die jetzt hier vielleicht nicht ihr Gesicht ins Video halten. Also es war, ich habe schon einige Projekte früher gemacht, das war großes Tennis, von A bis Z, eine Eins. Und ich muss sagen, es war ein dickes Brett und wir hätten niemals gedacht, dass wir es schaffen. Mit 70 wären wir schon zufrieden gewesen und ihr seid unsere Gewinner. Ja, Jungs weinen eigentlich nicht, aber wir waren oft dabei, beziehungsweise über die Grenze hinaus. Deshalb, wir sehen uns auf den deutschen Rennbahnen und vorher am Elektronen-Toto, wie es früher so schön hieß, im Internet. Also Jungs, bleibt gesund und Mädels, wir sehen uns später auf den Rennbahnen. Servus, danke euch. Strom, drehen unsere Kreise.
an Tagen wie diesen wünscht man sich schon Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächste, die uns so viel verdient. Kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht, hoffentlich auch für die Zukunft des deutschen Galopprennsports. Aber nach den Erfahrungen, die wir in der letzten Woche haben machen dürfen, habe ich daran keinerlei Zweifel. Kein Ende in Sicht, hoffentlich auch für eure Anmeldungen. Wir haben tatsächlich über Nacht noch weitere Anmeldungen bekommen, werden diese heute Nachmittag und ja, vermutlich auch im Laufe des morgigen Tages noch veröffentlichen. Man kann eine Wette gewinnen, man kann eine Wette aber auch hochgewinnen. Und hochgewinnen ist umso schöner, vor allem wenn der deutsche Galopprennsport der Profiteur der ganzen Sache ist. Das, was jetzt kommt, das wissen Lars Wilhelm und Guido auch noch nicht. Und es ist mein persönliches Dankeschön an euch beide. Als ich euch vor 2,5 Wochen angerufen habe und von meiner Idee berichtet habe, habt ihr sofort gesagt, super, toll, das ziehen wir durch, das machen wir gemeinsam. Und gemeinsam war auch genau das Stichwort, denn alleine hätte ich das nie geschafft. Gemeinsam war auch die Basis für das, was wir erlebt haben, Tag und Nacht und auch zwischendurch. Es war ein gelebtes Beispiel für Teamarbeit. In diesem Sinne, herzliches Dankeschön an euch beide und nun viel Spaß bei den Outtakes. Und die können ja ruhig ein bisschen warten und vielleicht einer zuerst kommen und der zweite dann erst später, sonst ist es so gefaked. Ja, da läuft das Spiel schon so. Das ist ja dann so, geht da schon viel verloren, ne? Also, denn die Ansage ist ja so kurz, glaube ich, vorne. Wo ist der Guido? Guido, Treppe rauf. Der Guido musste sich eine Buchse anziehen. Sehr gut. Ich kann nicht mehr. Zeige ich mich in der Wiederholung. Dass der Sundermann die ganzen Fortuna-Spieler kennt, das wundert mich. Wenn wir das drehen, ich habe auch noch ein Fortuna-Trikot, so ist es nicht. Ja, perfekt. Dann anziehen. Genau. Sauber. Das ist ein Ding. Juhu! Jenny, juhu, grüß dich. Dein Junge muss jetzt Fußball gucken, der kann nicht. Also. Guido, machen wir. Ja, wer sonst außer Alofs sollte das Golden Goal schießen? Ah, nee, Quatsch. Hör mal, ich habe hier total beschissenes Internet. Die haben das irgendwie gedrosselt in Düsseldorf. Das nervt voll, ja. Ich kriege überhaupt nichts mit. Ständig steht das Bild, ja. Ich habe das Fußballspiel null gesehen jetzt, ja. Ich musste wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten improvisieren, ja. Also, noch ein Versuch. Ja, aber ich hoffe, jetzt läuft das mal hier. Ich sehe das Spiel nicht, ne? Null, ne? Also. Okay. Dann machst du das einfach so, wenn der Christian jubelt, dann jubelst jubel du auch. Jubel ich auch. Genau. Wenn ich jubel, springst du mit auf und sprengst. Genau, so machen wir das. Das wieder der Alof. Das hat er so mal gemacht. Du. Guck dir das an. Mit Schmackes in die Ecke. Sauber. Ja, Guido, was sagen wir jetzt? Ja, drin das Ding. Und eins ist auch klar. Das Golden Goal bei unserem Spiel, das konnte nur einer machen. Und das Klaus Alof. Nein, ich muss auch mal was sagen. Der Lars Wilhelm ist wieder zu früh gekommen. Ach, alles. Du bist der Letzte. Also Guido fängt an mit dem Golden Goal. Und ich sage dann, dass er die Nummer 100 kriegt. Das können wir ja nachträglich noch reinschneiden, oder nicht? Nein, wir machen nochmal. Du meinst die Fails hinterher schneiden? Okay, nochmal. Also jetzt kommt erst Guido, dann Christian, dann nicht. So machen wir das. Klar. So, du machst schon mal für heute. So wei. Das wird dir nochmal keine schlechte Zeiten. Ich nehme mal einmal Stück noch. Also, Guido ohne Hose.
Und Lars Wilhelm war zu schnell.